Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie immer zum Sonntag, heute Portfoliobewertung. Wir haben uns wieder vier Portfolios rausgesucht und werden einmal drüber schauen und dementsprechend fackeln wir auch gar nicht lange, sondern legen auch direkt los. Wenn du noch nicht weißt, wo du deine Kryptos kaufen oder staken sollst, dann schau dir gerne Bitpanda an. Bitpanda ist die Nummer 1 unter den EU-regulierten Börsen und sogar BaFin lizenziert. Profitiere von 0% Ein- und Auszahlungen, sogar per Kreditkarte und PayPal. Darüber hinaus kannst du nicht nur Kryptos, sondern auch Aktien, ETFs und Edelmetalle kaufen und das Ganze sogar per Sparplan. Registriere dich jetzt über den Link in der Videobeschreibung und unterstütze damit auch mich und diesen Kanal. So, dazu einmal rüber in den Splitscreen und schauen wir uns Portfolio Nummer 1 an. So, das Ganze wieder ein bisschen größer und nicht vergessen, wir schauen erst rein, was dazu geschrieben wurde. Hallo Jay, ich habe mein Portfolio überarbeitet, um es etwas übersichtlicher für dich und vor allem für mich selbst zu gestalten. Hätte gerne 50.000 Euro für meinen Renten-ETF. Also, so wie ich das jetzt verstehe, möchtest du 50.000 damit erreichen mit diesem Portfolio und diese dann umschichten in deinen ETF, um mehr für deine Rente über zu haben. So übersetze ich das jetzt einfach mal. Also, wir haben Bitensor Tau mit 5.400. Gesamtwert steht jetzt nicht dabei, muss ich mir selber ausrechnen. Okay. Bitensor Tau mit Abstand größte Position, 5.400 Euro. Solana, Fetch, Near Render, CKB, Cars, VeChain dann gefolgt. AKT, Sui, Link, Sai, Naka, AI Tech, Jupp, sagt mir nichts. IO dürfte natürlich IONET sein. Das ist aber immerhin sehr, sehr vorbildlich bei Cointracking eingetragen, wie es aussieht. Und dann noch gefolgt von Algo, HNT, Manta, Tier, Axela, Audio, Matic, Filecoin. Ja. Per se hast du natürlich, sieht man auf den ersten Blick, alle Narrative sehr, sehr gut abgearbeitet. AI-Bereich, Cloud Computing und DeepIn und logischerweise auch den RWA-Bereich. Das sieht sehr gut aus. Also gerade die erste Seite gefällt mir super. Klar hat jetzt Tao mit Abstand den größten Wert deines Portfolios. Du hast jetzt leider nicht dazu geschrieben, wieso, warum, weshalb. Ich gehe mal davon aus, dass es aufgrund der Rendite natürlich auch entstanden ist. Es ist ja bei mir das Gleiche. Aufgrund der Rendite, die gemacht worden ist, ist es bei mir so eine große Position. Ich habe bei weitem nicht den mit Abstand größten Betrag da reingesteckt. Ansonsten wäre das natürlich mir prozentual generell ein bisschen zu viel bei Tao. Gut, würde ich persönlich natürlich sagen, kann man so machen, weil es für mich das Number One AI-Projekt ist. Aber ja, generell ist es natürlich schon viel, keine Frage. So, also die erste Seite gefällt mir wirklich sehr gut. Absolut nichts zu meckern in dem Fall. Aber mit dem, was du dazu geschrieben hast, dass es quasi dann in deine Rente reinfließen soll. Ja, also du willst natürlich jetzt große Rendite damit machen und wenn das zusätzlich zu deiner Rente dienen soll, hätte ich das gerade mit den nächsten zwei Seiten ein bisschen anders gemacht. Gut, hier gerade AKT, Sui, Link ist natürlich noch top. Sai bin ich selber auch nicht so ultimativ von begeistert, aber okay. Aber gerade so die letzte Seite, ne, die hättest du dir komplett sparen können. Also das, was ich sowieso schon immer mal gesagt habe. Achso, hier steht ja nochmal Total Balance drauf auf den Seiten. Nee, wird auch nicht insgesamt zusammengezählt. Egal. Ja, also ständig in Position irgendwo so 100 Dollar nochmal nachzuschießen oder 100 Euro. Klar, jeder wie er kann, aber dann würde ich schon schauen, dass gerade wenn es weniger ist, ich eher auf seriöse Positionen setze und die eher weiter aufstocke. Ne? Und gerade wenn du natürlich vorhast, deine Rente dadurch zu erhöhen, indem du es in ETF umschichten willst, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt so großartig mit zocken würde. Ne? Das widerspricht sich für mich ein bisschen. Aber ja, also wie da auch schon mal gesagt, ich würde da per se ganz einfach zusätzlich gesagt, ja, viele meinen, das geht nicht mehr oder der Bitcoin ist die Rendite abgefahren. Ich würde auch einfach einen Bitcoin-Sparplan dazu einrichten. Ja, ich bin immer noch fest der Überzeugung, dass ein Bitcoin langfristig jeden ETF outperformen wird. Ja, selbst wenn es durchschnittlich im Schnitt nur 10% pro Jahr sind, die der Bitcoin abwerfen wird, die nächsten 10, 20 Jahre hinaus, wird der Bitcoin meiner Meinung nach jeden ETF outperformen. Also das per se kann man sowieso auch schon mal mit aufnehmen. Wir knacken hier scheinbar gerade live die 68.000, wenn ich mir den Chart gerade so angucke im Hintergrund. Aber gut, ja, das muss natürlich jeder selber entscheiden. Also erste Seite gefällt mir sehr gut. Danach geht es noch so, aber dann wird es natürlich ein bisschen unübersichtlicher. Wie gesagt, bei der Summe, die du drin hast, brauchst du halt nicht auch nicht über 20 Projekte. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 3, ja, 24 Projekte, die dann im Portfolio sind. Bei der Summe ein bisschen zu viel diversifiziert und ich sag mal, du hast ja auch alles entsprechende drin. Du hast ja eigentlich alles, was du brauchst, hast du auf Seite 1. Zusätzlich vielleicht nochmal einen Bitcoin-Sparplan anlegen.
Und mehr brauchst du per se nicht, ne? Klar, kannst du dann noch sagen, okay, ich nehme jetzt nochmal einen Sui oder kannst natürlich auch noch dazu rechnen oder vielleicht noch ein AKT als Stütze, dass nicht nur ein einziges Cloud-Computing-Projekt da drin ist oder so, aber mehr brauchst du doch eigentlich nicht. Also die Spielerei würde ich in dem Fall dann sein lassen. Ne? Und wenn die ganze Seite weg ist, hast du immer noch ja, 16 Coins im Portfolio, was mehr als genug ist, gerade bei der Summe. Du hast dir daraus 50.000 vorgestellt. Ja, kann natürlich alles werden, so nicht. Also doch, gehe ich mir schon ziemlich sicher davon aus, dass du 50.000 damit knackst. Das wären ja insgesamt Pi mal Daumen zusammengerechnet, nicht mal 5x. Das solltest du auf jeden Fall schaffen mit deinem Portfolio. Ne? Also allein bei Tau stelle ich mir ja noch eine sehr, sehr gute Rendite vor, dass da von selbst vom jetzigen Stand aus immer noch sehr, sehr viel geht. Und hast natürlich auch viel Risiko gewählt. Du musst damit rechnen, dass vielleicht auch zwei, drei Positionen hier komplett ausfallen und gar nichts mehr machen. Umgekehrt ist natürlich auch das Renditepotenzial bei denen vielleicht ein bisschen größer, dass da auch mal aus heiterem Himmel, warum auch immer ein 20x um die Ecke kommt. Ja, das auf jeden Fall dazu. Also dein Ziel solltest du auf jeden Fall erreichen und das ist per se ein guter Plan, das dann natürlich auch ja, Profite zu ziehen und in den ETF umzuschichten. Ja, ist ein Teil, so werde ich das genauso machen. Ich werde gucken, dass ich natürlich am Top nahezu alles oder zumindest 80-90% irgendwie abstoße. Einiges davon geht in Stablecoins. Damit wird gewartet, bis wir wieder attraktive Einstiege im Bärenmarkt haben. Einiges wandert in den Bitcoin und anderes wird auch vollständig ausgezahlt, landet auf dem Eurokonto, danach wieder entsprechend in ETFs, Kredit tilgen, schönen Urlaub davon machen, je nachdem wie viel da rumkommt, vielleicht auch tatsächlich noch eine Immobilie kaufen oder sowas. Ja, also ihr müsst halt immer bedenken, es ist einfach nur eine digitale Zahl, von daher den Plan aus Krypto-Altcoin-Gewinnen umzuschichten ist sehr, sehr gut, gerade in einen ETF. Gut, dann schauen wir, das war zu schnell, schauen wir uns nächste Portfolio, $4,200 insgesamt. Und du hast dazu Folgendes geschrieben. Hey Jay, bin 34 Jahre alt und werde im Januar soll das vielleicht heißen, Vater einer Tochter, deshalb habe ich etwas gesucht, um für sie Geld anzulegen, okay, beziehungsweise zu investieren und da bin ich im August auf Krypto gestoßen, habe Anfang September dann das erste Mal angefangen zu investieren, wäre top, wenn du mein Portfolio bewerten könntest, ich glaube, dass dadurch, dass ich nicht überall Top-Einstiege hatte, wäre ich mit einem 3 bis 4x schon zufrieden. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Einstellung. Zusätzlich habe ich noch einen wöchentlichen Sparplan von 50 Euro Bitcoin. Vielen Dank und liebe Grüße. Ja, das war das Erste, was ich dir jetzt noch natürlich empfohlen hätte. Richte für deine zukünftige Tochter erstmal alles Gute. Ein Bitcoin-Sparplan ein. Ja. Und dann wird man sehen, wie reich deine Tochter ist, wenn sie 18 ist. Na, wenn du jetzt mit einem 50 bzw. 200 Euro müsste es dann ja sein, wenn du wöchentlich 50 investierst. 200 Euro pro Monat in Bitcoin über 18 Jahre vom jetzigen Stand. Wenn er dann vielleicht auch schon siebenstellig ist, du wirst mit Sicherheit dann in dem Tempo keinen ganzen voll kriegen. Aber ja, ne? Selbst wenn es dann irgendwo 0,1 oder 0,2 Bitcoin am Ende sind, dürfte das ein sehr, sehr schöner Stand sein. Da kannst du dich direkt ein Haus verkaufen, eventuell schon. Also sehr, sehr schöner Plan. Sehr gut auf jeden Fall. Und das wäre auch das, was ich dir als Erstes empfohlen hätte. Also das Portfolio in dem Fall $4,200 mit Fetch, Bitcoin, Ondo, Render, Near, Sui. Perfekt. Ja, auch wenn mein Favorit jetzt vielleicht ein Tau ist im Vergleich zum Fetch, aber ich habe trotzdem auch ein Fetch drin. Also finde ich schon mal super. Erste Seite, perfekt. Kann man nichts gegen sagen. Sehr, sehr gut. Sieht sehr, sehr gut aus. So, dann gefolgt von Xai, Brett, VRA, ETH, Neural und Puffy. Ja, das ist dann halt so ein Ding, was ich auch nicht so ganz verstehe. Also, wenn du es für deine Tochter anlegst, klar, du willst dir so ein bisschen Hebel aufbauen oder so, dass du mehr vergeben kannst, aber genauso schnell werden diese Positionen auch wieder dahin sein. Also dann solltest du nicht unbedingt damit zocken und in irgendwelche Meme-Coins gehen. Du hast eine sehr, sehr gute erste Seite. Die ist perfekt, so wie sie ist. Na, also was willst du mehr? Ja, da jetzt vielleicht noch ein Ethereum oder noch ein Tau und gut ist, dann ist es ein perfektes Portfolio, was ein sehr, sehr hohes, auch längerfristiges Wachstumspotenzial hat. Ne? Und dann also ein bisschen Quatschkorn zu machen, ja, muss halt nicht sein. Aber im Endeffekt, dass du natürlich dein Hauptportfolio hast und auch ein bisschen damit zockst, mit einem kleineren Teil des Portfolios ist natürlich in Ordnung. Ich mache es ja selber auch immer mal gerne. Also ich habe auch immer mal viele Low-Caps drin, aber da musst du natürlich immer schauen, dass du den dann auch rechtzeitig flippst. Ne? Und das kann dann auch schnell, gerade wenn du mehrere solche Positionen hast, immer mal den Überblick verlieren. Aber alles in allem finde ich das auf jeden Fall solides, sehr gutes Portfolio. Erste Seite ist perfekt, dann noch ein paar Spaßpositionen, die natürlich prozentual deutlich geringer hier sind, ab dem Bereich. Aber ja, habe nichts zu meckern. Sieht sehr gut aus. Gutes Portfolio. Ja, und schöner Grund natürlich auch für dich dann zu investieren. Achso, mit 3 bis 4x hattest du dazu noch geschrieben, dass du damit zufrieden bist.
Also meiner Meinung nach kannst du dir damit mehr erhoffen, aber ich finde es natürlich schön. Ja, du sagst, du hast nicht die besten Einstiegspreise betroffen und du gehst es eher konservativ an und bist mit einem 3 bis 4x zufrieden. Das ist ja auch viel. Überleg mal, wenn du aus 4.000 16.000 machst, mal eben so, wenn 90% an der Börse Verlust machen und gar keine Rendite machen, ist das trotzdem viel. Ne? Also etwas, mit dem man auf jeden Fall zufrieden sein kann, aber ich finde trotzdem nicht, dass du hier irgendwo einen Renditekiller hast. Also ich denke schon, dass da deutlich mehr drin sind. Also auf jeden Fall so 20.000, 25.000 sollten das schon werden. Aber wie gesagt, geht das lieber konservativ an, umso schöner ist es dann, wenn die Erwartungen übertroffen werden. Aber das wäre so meine Einschätzung dazu. Und wer weiß, vielleicht knallt ja so ein Meme-Coin dann doch nochmal deutlich stärker um die Ecke. Gut, so, jetzt kommen wir aber zum nächsten Portfolio. Hey Jay, habe dieses Jahr im August das erste Mal in Krypto investiert und zwar waren es 20.000. Ich erhoffe mir so etwa ein 2x. Also, dafür ist das Portfolio so ein bisschen widersprüchlich, weil ich sag mal, wenn es jetzt nicht only Bitcoin, Ethereum oder so geht, um rein den Sicherheitsfaktor zu nehmen. Warum investierst du in Altcoins mit der Erwartung, nur ein 2x zu machen? Also dafür wäre es mir persönlich dann viel, viel zu risikoreich. Dann kannst du genauso gut auf stabile Aktien setzen oder vielleicht auch Dividendenaktien oder so oder eben Bitcoin, Ethereum only, wenn du dir nicht viel daraus erhoffst, weil wir gehen ja hier im Space ein größeres Risiko ein und erhoffen uns logischerweise dann auch mehr. Also mit der Hoffnung, hier ein 2x zu machen, investiere ich nicht in Altcoins. Ja, klar. Man sollte es immer konservativ betrachten, das darf man nicht vergessen. Lieber ein bisschen geringer die Erwartungshaltung, aber ja, zu gering macht natürlich auch keinen Sinn. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine, so ein Misch aus beidem. Ansonsten schauen wir uns das erstmal an. 25% war, glaube ich, auch nur eine Seite, genau, da war schon das andere Portfolio. 25% in Bitcoin, dann gefolgt von BitTensor Tau, Near Protocol, Render, Solana, Ondo, Ethereum. Perfekt, hier noch den Bitpanda Best Token aktuell. Das ist wahrscheinlich dann, was du an Gebühren mal wieder bekommen hast oder sowas. Oder hast du den jetzt schon komplett verkauft? Aber man kriegt ja immer so Schnipsel an Gebühren dann da zurück, wenn man VIP-Stufe 1 oder so hat. Aber hast du ja theoretisch auch nicht, dann hättest du jetzt zumindest 5 Euro jetzt in Best-Token. Also gut, weiß ich nicht, wie die ganze zustande kommen, hast du vielleicht einfach mal veräußert. Okay, also insgesamt perfekt. Also du hast die Top 2 Cloud Computing Projekte, das Top AI Projekt, Stabilität mit Bitcoin und Ethereum im Portfolio, RWA und Solana drin, Deepin AI, ja, ist alles drin. Ja, das ist es ja mal, was ich sage. Also man braucht nicht 20, 30 verschiedene Projekte. Alle wollen immer überall dabei sein. So, und klar ist es ärgerlich, wenn ich jetzt in Render investiert habe und auf einmal schläft er ein und AKT und Kudos und Flux und Cloud Computing zünden, alle zünden nur Render nicht. Das ist dann immer ärgerlich, deswegen, dass man mit kleinerem Teil dann vielleicht auch noch so ein bisschen diversifiziert, habe ich ja auch gemacht, aber per se, hier, das reicht komplett. Perfektes Portfolio, kann man absolut nichts gegen sagen und auch prozentual finde ich das sehr gut verteilt. Ne? Sieht super aus, also optimales Portfolio, du sagst, du erhoffst jetzt ein 2x, das sollte es auf jeden Fall werden. Vielleicht auch wegen Bitcoin gedacht, von wegen, da geht nicht mehr so viel. Ja, das Bitcoin, ich denke auch nicht, dass er sich diesen Run noch mehr als verdoppelt, der Bitcoin. Ich denke nicht, dass der über 140.000 geht. Wir stehen jetzt gerade bei 68.000. Aber gut, beim Rest sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall deutlich noch mehr drin sein. Und 25% sind jetzt auch keine 70-80%, dass er dir das Portfolio irgendwie bremst für die Rendite. Also ich denke schon, dass da ja deutlich mehr drin ist und du aus den 20.000 tatsächlich eher so in Richtung, ja, eigentlich aus 60, 70, 80, wenn nicht sogar 100.000 machen kannst, je nachdem, ob unsere Erwartungen zumindest so von Render, Near, BitTensor, was wir da analysiert haben, tatsächlich aufgehen. Na, also denke ich schon, dass da deutlich mehr drin ist, aber schön, dass du auf jeden Fall so eine Einstellung hast. Ich würde dir aber auch nicht unbedingt raten, wenn du es 2x hast, du kannst dich absichern, ja, jeder so wie er möchte natürlich, keine Frage, was für dich am besten funktioniert, aber ich würde jetzt nicht bei 2x empfehlen, das ganze Portfolio zu verkaufen, also da geht meiner Meinung nach noch deutlich, deutlich mehr. Aber auf jeden Fall auch an dich. Vielen Dank für die Einsendung. Interessant, wieso die Erwartungshaltung ist. Ja, der eine sendet so ein Portfolio ein und sagt, ich will 10x, der andere sagt 2x. Spannend, spannend. Aber gut, schauen wir uns das nächste Portfolio an. Zum Bitpanda Best Token kamen mittlerweile auch immer sehr, sehr viele Fragen auf. Also dazu auch nochmal gesagt, ich habe auf dem Zweitkanal dann nochmal ein ausführliches Video gemacht zu den Best Rewards, wozu der Token da ist, was man damit anfangen kann, was für Vorteile man da auf der Plattform hat und so weiter, könnt ihr selbstverständlich gerne abchecken. JTrading Live ist der Zweitkanal, kommen in der Regel immer die Stream-Highlights drauf, aber hin und wieder auch mal so vereinzelte Analyse-Videos, wenn das mit dem Hauptkanal gerade zeittechnisch nicht passt. Ja, also gerne ebenfalls dort auch ein Abo dalassen, da haben wir das nochmal ausführlich diskutiert. Bitcoin 58.1. Bin gespannt, wo wir stehen, wenn das
Video draußen ist sehr, sehr schön. Das ist eine Weekly-Kerze, ne? Sehr, sehr schön. Wir sind hier gerade im Weekly-Chart unterwegs. So, letztes Portfolio für heute mit knapp 50.000 Euro. So, hey Jay, würde mich freuen, wenn du mein Portfolio bewerten würdest. Investiert habe ich knapp 36.000, also bist schon ganz gut im Plus. Angefangen mit Krypto habe ich im Februar 23. Ich würde mir daraus Stand jetzt ein 5 bis 6x erhoffen. Für deine Bewertung bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Gut, ja, 5 bis 6x, also du erhoffst darauf, knapp eine Viertelmillion, bisschen mehr, vielleicht um die 300.000 zu machen. Portfolio, Top-Position, Tau, Near, Render, Alchemy Pay, Link, Fetch, AKT, Nakasai. Na, also auch die erste Seite, Alchemy Pay wäre jetzt nicht so mein Favorit. Habe ich auch mal im Portfolio gehabt, aber schon wieder abgestoßen gehabt mit auch nicht viel, ich glaube irgendwie plus 10% oder sowas. Nur ich hatte den dann Gott sei Dank aussortiert, aber auch nicht sonderlich viel. Wenn, dann hätte ich ihm auch nicht so eine Aufmerksamkeit geschenkt. Also es war bei mir ohnehin unter 1% des Portfolios. Aber wer weiß, vielleicht wird auch das Thema ja nochmal relevant im Bullrun, aber erfüllt für mich nicht aktuell das Narrativ. So, dann haben wir noch VTRO, Phantom, ORAI, Flux, GRT, QNT, EGLD, AVAX, POLIX, VET, YGG, kenne ich jetzt nicht, sagt mir nichts, ALGO und KSM. Kommt da noch was? Ne, das waren die beiden Seiten. Ja, also auch hier ähnlich wie die vorherigen Portfolios, ne? Also erstmal Glückwunsch, 13.000 Euro, so fünfstellig Rendite zu machen, schmeckt. Ne? Das schmeckt natürlich sehr, sehr schön. Dann hast du auch natürlich ebenfalls alles erfüllt, ne? Was in die Narrative gehört, brauche ich mich, denke ich, nicht wiederholen. Zusätzlich auch noch etwas diversifiziert, dass du überall mal so ein zweites und drittes Projekt aus dem AI, Cloud Computing, RWA-Bereich zusätzlich mit aufnimmst, kannst du natürlich machen. Aber auch da, ne? Zweite Seite. Es wäre mir zu viel, also es ist halt klar, die ersten Positionen sind hier jetzt noch verhältnismäßig etwas größer, aber dann ist es so überall ja irgendwo ein Tausender und es wird relativ unübersichtlich, wie genau so die Richtung des Portfolios ist. Also es wäre mir prozentual auch ein bisschen zu viel in dem Sinne. Ja, hier den ein oder anderen oder ein paar mehr hätte man sowieso rausschmeißen können, aber ansonsten auch hier die erste Seite, abgesehen von der Position, gefällt mir das sehr gut. Natao, Near Render, absolut top, Link, Fetch, AKT, ja, Naka habe ich zum Beispiel auch nicht drin, haben jetzt viele mit aufgenommen, habe ich sehr, sehr häufig gesehen. Hat den eigentlich irgendwer mal großartig gecallt oder so? Oder warum haben das so viele im Portfolio? Also, ja. Und dann, ich hätte es, wie gesagt, eher so gemacht. Ich hätte 80% irgendwo so auf meine Hauptcoins verteilt, vielleicht sogar 90%. Und mit dem restlichen 10% des Portfolios hätte ich dann noch, ja, solche Positionen da zusätzlich mit aufgenommen. Ne? Aber gut, das musst du natürlich selber entscheiden für dich und... Herr See, ist auch das natürlich ein gutes Portfolio. Also das ist jetzt nicht voll mit Meme-Coins oder Low-Caps oder sowas. Da haben wir auch schon ganz andere Kandidaten gesehen, von daher. Am besten gefallen hat mir, wie gesagt, das vorherige. Du siehst, na, hier ist entsprechend alles drin. Genau das, was du hier auch hast. Plus diese Seite dann noch so, ne? Aber sind halt auch entsprechend viele OG-Coins dann da irgendwo noch mit aufgenommen. Also ich wage halt mal zu bezweifeln, dass jetzt Phantom überrascht aktuell. Aber ansonsten VOT, VOTAO, AVAX, EGLD, QNT, GRT, ALGO, Kusama, dass die jetzt nicht unbedingt großartig irgendwie zurückkommen. Du erhoffst dir insgesamt eine 5 bis 6x. Sollte aber trotzdem funktionieren, da du natürlich den Großteil des Portfolios in, ja, genau die richtigen Projekte gelegt haben. Also auf jeden Fall auch solide verteilt. Erste Seite gefällt mir sehr gut und ja, sollte klappen. Na, also du hast ja 36k investiert, sprich in Richtung 300.000 hättest ja schon, ja, ungefähr ein 8x da gemacht. Also das ist schon sehr, sehr stabil. Kannst du sehr glücklich mit sein, wenn aus dem Portfolio insgesamt 250.000 werden. Dann kannst du dich, denke ich, schon sehr, sehr glücklich schätzen. Ebenfalls gut, dass du dir hier kein 10x erwartest. Dann hätte ich nämlich schon gesagt, das könnte deutlich schwieriger werden, weil du auch damit rechnen musst, dass du einige dabei hast, die ein bisschen schlafen wahrscheinlich werden und schlafen werden, so rum, meine Güte, nochmal. Also, alles in allem aber auch ein solides Portfolio und dir wünsche ich ebenfalls alles Gute. 250.000, also 5x, sollte drin sein, aber auch da, ich würde dir trotzdem raten, sofern du da irgendwo höher sechsstellig wirst, in Richtung 150.000, 200.000, dass du auf jeden Fall auch schon anfängst, dich abzusichern und Profite zu ziehen. Insbesondere vielleicht bei den Projekten, wo du sowieso sagst, die willst du komplett aussortieren. Ne? Gut, ebenfalls vielen Dank für die Einsendung, euch allen. Alles Gute für euer Portfolio. Sah ebenfalls wieder sehr, sehr gut aus. Also wir haben in letzter Zeit viele gute, schöne Portfolios. Ne? Also wenn ihr euch mal an die Anfangszeit erinnert, dann war irgendwie jedes zweite Portfolio, waren da meistens Katastrophen mit bei, weil jeder irgendwie da noch einen Dogecoin, einen Shiba und drei andere Meme-Coins oder sowas drin hatte. Also es wird auf jeden Fall schon besser. Ne? Sieht sehr gut aus.
Dann haben wir es auch für heute wieder geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ihr lasst wieder ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder zu den nächsten Portfolio-Bewertungen. Ciao, ciao.